Ja, mit Wucht funktioniert es wohl nicht. Also Herr Scholz versucht es mit einem Wumms, teilweise sogar mit einem Doppelwumms, aber das ist wohl offenbar nicht gemeint. Also es wird hier ganz deutlich formuliert und ich zitiere nochmal aus diesem Papier. Das ist so unfassbar, dass man sich das auf der Zunge zergehen lassen muss. Die derzeitige geopolitische Lage unterscheidet sich erheblich von der während des Kalten Krieges. Die Strategie der USA war darauf ausgerichtet, Westeuropa wirtschaftlich und militärisch wieder aufzubauen. So soll es damals gewesen sein, wobei sie sich selbst aufgebaut haben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Daher, zurück zum Zitat, daher nutzen die USA ihre dominante und sicherheitspolitische Rolle nie, oder zumindest nur selten, für innenpolitische wirtschaftliche Vorteile. Im Gegenteil, die westeuropäischen Staaten gediehen unter dem Sicherheitsschirm der USA. Gut. Der Kampf mit China im 21. Jahrhundert sieht aber heute ganz anders aus. Europa ist nicht die zentrale Front und sein Wohlstand und seine militärische Stärke stehen nicht im Mittelpunkt der US-Strategie. Die USA haben sich unter Biden ganz bewusst für eine strategische Industriepolitik entschieden, die auf die, zuhören, Reindustrialisierung Amerikas und die technologische Dominanz gegenüber China abzielt. Zitat Ende. Ich möchte hier kurz was einschieben, mal von mir. Hier sehen wir den fundamentalen Unterschied. USA strebt nach einer Reindustrialisierung, wollen also die Industrialisierung wieder in Gang bringen, während man für Europa eine Deindustrialisierung im Fokus hat. Ist ja eine unfassbare Aussage. Aber noch mal ganz kurz zurück zum Text, aus dem auch hier die Forderung bzw. die Drohung gegenüber Europa deutlich wird. Für Europa besteht die Hauptaufgabe aus Sicht der USA darin, die strategische Industriepolitik der USA zu unterstützen und dazu beizutragen, die technologische Vorherrschaft der USA gegenüber China zu sichern. Die Europäer können dies tun, indem sie sich der US-Industriepolitik beugen und ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China nach den amerikanischen strategischen Technologien gestalten. Wichtig ist es hier, dass es in diesem neuen geoökonomischen Kampf mit China keine rein wirtschaftlichen Fragen mehr geben wird. Der technologische und wirtschaftliche Charakter des Konflikts mit China bedeutet nämlich, dass die USA fast jeden internationalen Streit für sicherheitsrelevant erklären können und werden. Also ich finde es wirklich erschreckend. Es ist unfassbar und es ist so deutlich. Diese Drohung gegen Europa, die findet man in diesem Papier der, ich sage den Namen nochmal, European Council on Foreign Relations formuliert. Das sind unglaubliche Aussagen von einem gigantischen Umfang. Also hier erkennt man auch schon gleich die Drohung. Damals noch im Kalten Krieg, damals Sowjetunion, USA, da setzten ja die USA auf ein ökonomisch starkes Europa quasi als Puffer gegen Russland. Aber das hat sich jetzt komplett ins Gegenteil verändert. Man setzt jetzt auf die Zerstörung der europäischen Ökonomie. Wenn die Europäer ihre wirtschaftliche Macht nicht einsetzen, um die US-Regierung aktiv, und zwar in der Konkurrenz mit China, zu unterstützen und ihr dafür durch größeres militärisches Engagement gegenüber Russland den Rücken freizuhalten, dann wird die US-Regierung zum eigenen Vorteil Europas die Basis seiner wirtschaftlichen Stärke wegnehmen. So steht es geschrieben. Und hier fällt mir das Wort Erpressung ein. Man stellt Europa nur bei Wohlverhalten in Aussicht, dass es für die USA wichtig bleibt und nicht weiter ausgeplündert wird. Also hier wird der eine oder andere Zuhörer wahrscheinlich noch mal ganz kurz zurückspulen, um diese einzelnen Punkte noch mal zu hören, weil sie so unfassbar sind. Und nun werden in diesem Text dieses ECFR die Zusammenhänge aus US-zentrischer Sicht noch einmal deutlicher beschrieben. Und da heißt es ganz klar, ich zitiere hier: Die Nationen Europas sind derzeit nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Deshalb haben sie keine Wahl, als sich in Krisen auf die USA zu verlassen.
Die amerikanische Führung war fast zu erfolgreich, sodass die Europäer keinen Anreiz hatten, eine eigene Führung zu entwickeln. So kann man sich's auch zurechtdrehen. Die Biden-Administration hat viele Stunden und noch mehr Flugmeilen darauf verwendet, die Europäer einzubinden und die westliche Reaktion auf den Ausbruch des Krieges zu koordinieren. Das hat zum Teil dazu geführt, dass die Europäer es sehr bequem finden, aus der zweiten Reihe zu unterstützen, auch wenn der Krieg auf ihrem eigenen Kontinent stattfindet. Ich muss schon sagen, das ist mein Einwurf hier, dass mich diese US-amerikanische Selbstgefälligkeit wirklich umhaut. Was mich hier gerade umgehauen hat, ist, dass die Europäer eingebunden werden und dass von den USA aus die westlichen Reaktionen auf den Ausbruch des Krieges koordiniert werden. Richtig. Das heißt ja mit anderen Worten, da kann es gar keine andere Meinung geben. Wenn das koordiniert wird im Sinne von Washington, dann ist es so. Ausrufezeichen. Es ist ganz klar der Vasall, der hier beschrieben wird, ganz klar der Knecht, wenn man das eben halt aus dem lateinischen Wort ableiten will. Und der hat natürlich nichts zu sagen. Das ist wie, ja, Befehl und Gehorsam. Ich will mal noch weiter lesen hier, Andreas, denn es ist ja eine Bankrotterklärung. Spannend ist auch in dem Text, wie die deutsche Regierung unter Kanzler Scholz dargestellt wird. Bitte anschnallen, da heißt es, die deutsche Regierung scheint sich mit der aktuellen transatlantischen Arbeitsteilung gut arrangiert zu haben. Die Sozialdemokraten, heißt es weiter, die früher eher kritisch gegenüber den USA eingestellt waren, fühlen sich unter Washingtons Fittichen offenbar wohl genug. Ja, und das ist ja wohl ein echtes Armutszeugnis der Souveränität, das man hier Deutschland ausstellt. Diese Unterwerfungserklärung, die hier beschrieben wird, die wirkt auf mich fast verachtend. Und ich bin hier an Goethes Faust und an, wie heißt er nochmal? Der Böse von Goethes Faust? Mephisto. An Mephisto erinnert. Mephistopheles, genau. Und dazu kommt nämlich auch noch, dass der ehemalige Bundesaußenminister Heiko Maas, war ja auch so eine Lichtgestalt, als Washingtons bester Mann im Auswärtigen Amt bezeichnet wird, weil er willfährig zu allen Forderungen der USA Ja und Amen gesagt hat. Wir merken also auf der einen Seite, und das ist das, was mich an Mephisto erinnert, das heißt, da gibt es eine dunkle Energie und die dunkle Energie versucht, die Leute in sich hineinzuziehen. Und wenn sie dann mitmachen, dann werden sie von der dunklen Energie selbst verachtet. Das ist ein unfassbarer, auch soziologischer Vorgang. Und ich sehe da ja gerade den Text vor mir. Da steht dann zum Beispiel sinngemäß, also, da diese US-Maßnahmen das Potenzial haben, das Wirtschaftswachstum in Europa zu verringern, und eine weitere Deindustrialisierung zu bewirken, könnte man erwarten, dass sie in der gesamten EU auf ernsthaften Widerstand stoßen. Und bis zu einem gewissen Grad haben sie das auch. Weiter heißt es, die Verabschiedung neuer industriepolitischer Maßnahmen in den USA, wie der Inflation Reduction Act und der CHIPS und Science Act, haben in Brüssel und anderswo heftiges Zähneknirschen darüber ausgelöst, wie die Europäer ihre eigenen strategischen Industrien erhalten können. Und was dabei ganz klar wird, Hering kommt auch danach ganz deutlich zu dem Schluss, wie die Autoren die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen regelrecht verhöhnen, weil sie nichts gegen die ökonomische Ausplünderung und der Deindustrialisierung Europas durch die USA unternimmt. Und diesen Prozess der Selbstunterwerfung verachtet man also auch in den gesamten USA offenbar. Musik